Nee, mein Typ haut wieder die ganze Zeit daneben. Ich bin vorne an dem schwarzen Fleck vorbeigegangen, den ich eigentlich erkunden wollte. Alles klar. Ich bin hinter dir übrigens. Hallo, ihr da! Ah, ein Fettsack! Ah, Colstead! Scheiße, er wird uns auf. Colstead, heute ist aber viel los hier. Die ganze Nacht schon komische Geräusche und jetzt rennen alle möglichen Leute durch den Wald. Ihr seht immerhin etwas freundlicher aus als die letzten beiden. Also, Fremdling, ich heiße Colstead. So, was haben wir denn so hier für Auswahlmöglichkeiten? So, wir haben 5 Auswahlmöglichkeiten. Ja, was nehmen wir? Ich würde sagen, was macht ihr hier im Wald? Ich habe immer nur gehört, wie gefährlich da ist. Ja. Oh Mann. Ich bin ein Eremit. Ich mach das noch nicht lange und habe ein bisschen Probleme mit dem Alleinsein. Bin wohl zu gerne unter Menschen. Ich war mal Kaufmann in Naschkeit, aber habe aber wegen der Eisenkrise alles verloren. Danach bin ich durch die Wälder gewandert, das war schon sehr entspannt. Außer, wenn man von dem einen oder anderen Räuber fliehen muss. Normalerweise lassen die mich in Ruhe, weil ich nichts Wertvolles bei mir habe. Außer mein Körper. Raus, kannst Lampen machen. Für ganz baldes Geld. Oh, nett. Dann habe ich keine Zeit für euch, lasst mich. Was ist mit den 2 Leuten, die ich hier gesehen habe? Ja, nimm mal die. Ja, machen wir das. Wir vertrauen ihm auf jeden Fall nicht, ne? Zweitens ist auf keinen Fall drin. Was ist das? Könnt ihr mir helfen? Ziehvater, soll ich helfen? Und das mit dem Ziehvater, das erzählen wir dem nicht. Okay, was ist mit den 2 Leuten, die ihr gesehen habt? Ihr sollt im freundlichen Abend Freunde treffen. Vielleicht waren es die beiden. Das sind wohl kaum diejenigen, die ihr sucht. Sie waren nicht besonders freundlich und weit vom Wirtshaus entfernt. Wenn ihr sie treffen möchtet, ich bin kaum eine Minute von ihnen weg, nur die Straße entlang. Ihr kommt sowieso an ihnen vorbei, wenn ihr zum freundlichen Abend wollt. Etwas weiter östlich ist eine Kreuzung und das Wirtshaus liegt nördlich davon. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich ziehe jetzt weiter. So lebt wohl, wie man sagt. Okay, dann... Sehr gut. Ich weiß auch schon, welchen 2 Vollidioten wir jetzt gleich hier begegnen. Mal. Da stehen sie nämlich auch schon. So, was machen wir? Dann ziehen wir die normale Nummer mit denen ab. Warte, wir gucken erstmal hier. Küstenweg bei Kerzenburg ist der Wegweiser, den wir hier gefunden haben. Und jetzt machen wir das, ja. Okay. Ja. Unteron, ihr seid so enervierend! Ein ihr stellt meine Geduld auf die Probe! Wie der beim Rumbuchen ist, Lava-Tasche, ey. Ja, lauter als ich. Xa, ein Kind, das in der Wildnis herumläuft. Du kannst nicht sicher heller sein, wenn du auf diesen Straßen reist. Monteron, und ihr seht euch ganz schön zerschunden aus. Mit solchen wie euch braucht man sich über einen Mangel an Problemen wirklich nicht zu beklagen. In der Tat, ich kann euch als Geste des guten Willens heilende Tränke anbieten, wenn ihr es wollt. Ja, ich würde sagen, wir nehmen 1, ne? Ja, ja. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ihr habt von diesem schlichten Tränken nichts zu befürchten und ihr sollt nicht einmal in meine Schuld stehen, auch wenn euer Gewissen besser beraten sein sollte. Wie alle guten Menschen. Die Gruppe hat einen Gegenstand. Zum Lohn könnt ihr mit uns nach Naschkel kommen. Da gibt es Schwierigkeiten und jede Menge Gerüchte um die örtliche Mine, denen wir nachgehen wollen. Einige unserer Bekannten sind wegen der Eisenknappheit sehr beunruhigt, besonders was die Frage der Schuld anbelangt. Ihr könnt uns dabei helfen, auch wenn ihr natürlich zu nichts verpflichtet seid. Wir sollen uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen. Soviel ich weiß, ein Mann namens Baron Gaskill. Gaskill. Cooler Name übrigens. So, Gaskill. Ist dein Bruder, ne? Euer Gewissen soll euch leiten. Ja, wir nehmen die mit, ne? Wir nehmen die mit. Ja, also alles. Mit denen die übliche Nummer. Es gibt für mich nicht mehr. Wir nehmen die mit und. Ist fertig? Es gibt für mich nicht viel mehr zu tun. Ich kann ebenso gut mit euch gehen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir sollten uns beeilen, nach Naschkels zu kommen. Es ist nicht weit, nur ein kleines Stück Richtung Süden. Vorwärts, ihr unerschrockenen Freunde. Ihr Tagebuch wurde aktualisiert. Nun, mach aber mal halblang, Zauberer. Das wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Warum können wir nicht einfach ganz friedlich unseres Weges gehen? Okay, die Gruppe hat dann Gold gewonnen. Okay, die rauben wir erstmal auf. Wieso kann ich eigentlich über keinen von diesen Typen hier bestimmen? Ich will Rechte! Weil ich mir Rechte! Ja, die hab ich dir ja nicht gegeben. Warte, ich guck mal. Warte, das ist hier. Erlaubnis. Du hast aber dieselben Erlaubnisse wie ich. Ich Recht über Leute. Ja, hast du. Du hast neue selben Erlaubnisse. Nee, du musst die Leute mir zuweisen, den Namen, der über den Leuten steht. Ah, okay. Dann komm, willst du Xar haben? Oder willst du Monteron? Ja, gib mir mal Xar und die Mauern. Ja, dann halt nur Xar, ist mir eigentlich egal. Okay, dann nimm mal Imon und
Aber ich wollte dann, warte, dann gib... Ach, halt die Fresse, ey. Dann nehme ich mal kurz hier den Montoron. Den habe ich schon eigentlich abgenommen. Gibst du mir vielleicht ganz kurz vom... Huch, ich kann aber trotzdem bald zahlen ins Inventar rein. Viel lieber als dieses verdammte Tageslicht. Sympathisch, aber Philipp, kannst du jetzt beim Science Inventar? Ja. Stört euch irgendetwas? Okay. Weil ich kann auch noch bei dir, ich kann auch noch alles machen. Also ich werde da wohl nicht eingeschränkt. Ja, es geht auch nur um die Steuerung der Personen, weil bei mir scheinen die sonst immer lieber. Ach so, ich kann die jetzt nicht ausrüsten mehr. Das kannst du. Was kann ich für euch tun? Soll ich vielleicht mal ein Heiltränkchen trinken? So, dann gebe ich, warte mal, was machen wir mit den Zaubersprüchen? Versuchen wir das bei Imone oder die was? Ich kann hier gar keine Zauber. Ach ja, das war ja erst bei Baldur's Gate 2. Okay, komm, wir nehmen mit dem Xar noch sein Dölchlein ab, das braucht er eh nicht mehr. Was machen wir mit dem Typen? Lassen wir ihn noch gegen diesen einen Zauberer da kämpfen, in dieser einen... Richtig, und der Xar kriegt eine Stableuter, würde ich sagen. Und dann nehmen wir aber den Dolch... Oh, Montoron kann man die Rüstung... Also, ja. Nee, kann ich... Ich würde gerade sagen, Montoron könnte man die Rüstung der Imone geben. Ja, dann hat die Imone... Aber die Imone ist Fernkämpferin, dann ist das sinnvoller, würde ich sagen. Die Imone kriegt jetzt erstmal einen neuen... Dass der Montoron die Rüstung hat. Sieht schon viel besser aus. So, pass mal auf, ich tausche mal eben Montoron und Imone. So. Der Montoron bräuchte noch einen Heiltrank, kann das sein? Ja, dem geht's gut. Sag mal, wie teile ich die eigentlich nochmal? Doppelklick drauf machen. Ah, okay. Ja gut, dann nehme ich beide Heiltränke und heile mich sehr wohl, Fall, ja? Reicht nicht auch schon einen Heiltrank? Warte, lauf doch nicht weg. So, jetzt bin ich immerhin wieder fit. Gut, dann los. Du hast ja Xar noch seinen Dolch gelassen, den wollten wir dem noch einen geben. Ja, mach mal gleich. So, wir folgen hier mal ganz strikt der Straße. Nicht so wie Anton, ja, der Kulturbanause. Zerstört die ganze Welt jetzt. Ich bin gegen menschliche Erbornisse. So, dann reisen wir mal. Soll ich mal eben noch quicksaven? Wollte ich gerade auf eine andere Map gehen. Übrigens nervt es mich mega, dass jetzt überall steht, Philipp ist schwul. Hey da, Wanderer! Bleib mal kurz bei einem alten Mann wieder stehen. Wieder steht überall. Jetzt, wenn ich irgendwas anklicke, steht oben im Chat. Okay. Alter Mann, hey da, okay. Hallo Wanderer, verweil einen Moment und tut einem alten Mann einen Gefallen. Es ist schon fast 10 Tage her, dass ich eine Menschenseele hier auf der Straße gesehen und mich gut unterhalten habe. Heutzutage scheinen nur die Verzweifelten und die Verrückten noch zu reisen. Wenn ihr meine Freimütigkeit entschuldigt, welche Gruppe gehört ihr an? So, mal okay, gucken. Jetzt geht's los, ey. 3 Möglichkeiten, ich will nichts sagen. Zwei. Jo. Eigentlich sogar ziemlich... Nur mit zwei würde ich... Was? Ey, der Hammer. Verhext. Scheiß geil, das ist voll unsynchron. Ja, okay, ich mache jetzt einfach 2, ne? Eigentlich sogar ziemlich verzweifelt. Kennt ihr vielleicht den Weg zum freundlichen Arm? Man hat mir gesagt, dass ich dort vielleicht ein paar Freunde treffe. Hört sich wirklich ziemlich verzweifelt an. Das würde ich tun. Das würde ich tun. Das Wirtshaus ist nur einen kurzen Weg von hier im Norden und seine Türen stehen allen offen. Ich zweifle nicht, dass eure Freunde dort sind und euch mit offenen Armen erwarten. Seid meines Mitleids versichert, wenn ich euch die Strapazen der Straße zu sehr zugesetzt habe. Ich bin jedoch sicher, dass sich alles zum Besten wenden wird. Nun habe ich aber genug eurer Zeit verschwendet und schon viel zu viel gesagt. Ich werde meinen Abschied nehmen und wünsche euch das Beste. Also ich würde übrigens zu den Tagebucheinträgen sagen, dass wir da jetzt nicht mehr auf jeden Scheiß Rücksicht nehmen. Also das zum Beispiel im Unteren und Xar, das lasse ich jetzt mal außen vor. Wenn wir dran denken, okay, aber wir müssen es einfach mal machen. So, wir haben übrigens nochmal eine Statue. Der Weg des Löwen und Kerzenburg im Westen. Okay. Alles klar. Nur, dass wir nicht nach Kerzenburg gehen. Ich habe über Montoron eine gewisse Bestimmpflicht. Ich kann mit dem so eine Formation auswählen. Warte, ich will Xar gegen Kreischlinger kämpfen lassen. Nein, den brauchen wir noch, den Xar. Nein, brauchen wir der noch. Soll jetzt sterben. Nein, den brauchen wir noch. Der hat irgendwas kalt gemacht. Ich bin der Weltzerstörer. Nee, das war ich. Was, Splitter. Das geht übrigens erst mit einem ganz bestimmten Patch, da war der Philipp auch voll neidisch auf meine Baldur's Gate Version. Ja, dann habe ich mir das auch... Ja, befehlt. Nee, das ging eigentlich auch ohne Patch, das war nur was wir in dieser Baldur's Gate Ini-Datei geändert hatten. Ach ja, das war Brutalität irgendwie an, ne? Hast du den Xar befohlen zu zaubern? Hast du den Xar befohlen zu zaubern? Okay, cool. Hast du den Wegweiser angeguckt? Ja, Beringost im Süden, der Weg des Löwen westlich von Kerzenburg. So, hier müssen wir jetzt wirklich die Karte erkunden, weil hier war irgendwo dieser verkackte Stein, wo ein Ring drauf lag.
So, richtig. Das müsste so ein Stein sein mit so einem kleinen schwarzen Punkt drauf. Wo ist die da, die haben alle. Guck mal den hier, guck mal den. Ah, Kai, ja, Wolf. Oh, guck mal, der ist so tot. Dann haben wir aber keinen Wolf, haben wir aber kein Lockmittel mehr. Aua, wir brauchen noch ein Lockmittel. Also der Wolf ist aber ganz schön geschickt. Jetzt kann ich den also down. Sehr wohl. Ein bisschen da, schon geheilt, gut, schon gut. Heilen lassen. Hast du den Stein? Ich hab den Ring. Sehr was gut. Was kann ich für euch tun? Dann können wir mal ins Inventar gucken beim Philipp und da sehen wir, ja, da so, ist er. So, der scheint blau, das heißt, das hier ist unser erster. Ach, so ein Scheiß, ey. Man hat doch als Waffe ist zerbrochen. Ehrlich? Ja, guck mal rein. Wo ist denn das? Ach so, da. Hier, ja, im. Da, zerbrochene Waffe, kann ich aber nicht ansehen, leider. Ja, okay, Kaputte Waffe. Die Eisenkrise, die Schwertküste heimsucht, kann anscheinend kein erwarmen. Die einst so kostbare Waffe liegt nur als ein Haufen Metallscherben vor euch. Das heißt, die Waffen schon so früh zerbrechen? Hey, Kollege! Ich muss übrigens mal pennen, fällt mir gerade auf. Du bist doch der Einzige. Alon, seid bitte etwas leise, wenn es euch nichts ausmacht. Hier laufen Wesen herum, die besser hören als wir. Ihr scheint euch hier in der... Hier draußen recht gut heimisch zu fühlen. Was ist das Gefährlichste, was ihr gesehen habt? Das gefährlichste Wesen, das ich je gesehen habe, gejagt habe? Einmal war ich ein paar Tage hinter einem Oger Magus her. Da hatte ich noch eine Gruppe, die mit mir unterwegs war. Den Oger habe ich umgebracht, die Leute verloren. Das ist es eigentlich nicht wert, wenn ihr mich fragt. Ich habe auch noch gefährlichere Monster gesehen, aber das war immer über die Schulter, wenn ich so schnell wie möglich abgehauen bin. Wegglauben ist keine Schande, wenn dein Leben auf dem Spiel steht. Jetzt weg mit euch, ich muss jagen. So, ich hab übrigens mal ganz kurz Quicksave übrigens. Ja, wieso hast du den blöd? Xaga halt? Was soll denn der Scheiß? Hab ich nicht. Hab ich? Du hast erstmal die Befugnis über den und zweitens hat er sich automatisch geheilt, glaube ich. Ich hab das gemacht. Ich will das auch können. Servo, was ach, kann ja, ich für tun? Servo! Ne? Womit kann ich dienen? Nee, das... Ein bisschen schneller, wenn ich schon... Also, schon gut raus, würde ich sagen, ne? Ja, ich muss okay, mal pennen, Alter. Also. Ich, ey... War zu eine harte Nacht jetzt, weißt du? Oh, die Sterne am Himmel ist schön. Ist so. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einmal durch. Ich glaube, so in Zukunft skippen wir das immer weg. Okay. Ich habe 8 Stunden geruht. Alles klar, dann würde ich sagen, wechseln wir die Karte. Ja, es muss sein. Komm schon. Da, freundlich arm, wir haben es geschafft. Aha. Ach, da oben steht das, pass mal auf. Dann, jetzt kommt's. Dann machen wir da mal was anderes. Bestes? Nee, scheiße. Bravo. So. Aber ganz oben steht jetzt für die Ewigkeit, Philipp ist schwul. Na geht doch. So, auf zum freundlichen Abend. Ich habe jetzt kommt bei dir nicht die CD melden und ja, haben ein Problem. Aber ich habe ja die Original-CD, also von daher. Okay. Ah. Episch. Boah, geil. Wenn du mich fragst, ist diese Burg mega hässlich. Das ist aber trotzdem mal ein Saufhaus, Alter. Schon gut, schon gut! So eine Kneipe hätte ich in Langen auch gern. Ja, schon gut. So, hier haben wir Wachmänner, aber mit denen müssen wir nicht reden, oder? Nee. Wir müssen nur jetzt gleich Dingens da aufpassen. Der freundliche Arm. Da sind wir jetzt, das ist aber schon mal was. Wenn jetzt die Spieleinstellungen falsch sind, dann haben wir echt ein Problem. Boah, bei mir geht schon wieder Rabatz ab. Ich muss mich mal ganz kurz muten, bis gleich. Gut, so viel zu dem Thema. Anton? Ach, na toll, ich wollte ihm gerade sagen, der soll mal speichern. Das ist ein bisschen scheiße jetzt, weil ich habe jetzt keinen Bock da hinzulaufen, dann verreck ich hier. Kann ich auch selber speichern? Nee, kann ich nicht, das ist scheiße. Na, können wir nur hoffen, dass der Anton jetzt gleich mal wieder da ist. In der Zeit würde ich sagen, ja, gucken wir mal uns hier ein bisschen die Stadt an. Ist ja eine sehr schöne Stadt. Nein, eigentlich ist es einfach nur so eine scheiß Burg mitten in der Pampa. Ich mag den freundlichen Arm eigentlich noch nicht so gerne. Also es ist jetzt nicht mein Lieblingsstart. Da finde ich Beregos schon sehr viel besser. So, da bin ich wieder. Ja, endlich. Bei mir geht jetzt hier die Party ab, warum? Übrigens.
meine Mitbewohner spielen jetzt Just Dance 4. Das bedeutet, falls im Hintergrund